und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part. Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Heute soll es hier in A3 Bücherspuk gehen. In die Gruselvilla. Na dann, brechen wir doch mal auf. Oha, Luigi, wo waren wir denn nochmal? Ah, genau, weiter geht's. Die Türmechanismus im Foyer will endlich repariert werden. Das tut er gerade. Hier, mit dieser kleinen, feinen, handlichen Kurbelator kannst du den Mechanismus bedienen. Danach solltest du dich im Nordteil der Gruselvilla umschauen können. Huch, was höre ich da? Das Paraskop empfängt ein klar hörbares Signal aus dem Norden der Villa. So. Das ist ja Musik. Kurios. Wenn ich mich recht erinnere, steht in der Bibliothek ein großer Konzertflügel. Ob vielleicht gerade ein Geist von der Muse gerüstet wurde, schauen wir doch gleich mal auf die Karte. Das tut er wohl in der Bibliothek. Da scheint sich was zu regeln. Luigi, das ist das stärkste paranormale Signal, das wir bisher empfangen haben. Es könnte sich bei unseren Pianisten um eine Art Obergeist handeln, einen Chefgeist gar. Ach, ich bin so aufgeregt. Schnell lauf zur Bibliothek und fange dieses Prachtexemplar. Und ich werde gewurzelt. Scheint so, als müssten wir eine neue Art Geist fangen. Ein Megageist, einen großen Boss-Gegner. Und da sind wir schon. Im Eingangsbereich der Gruselvilla. Kämpfen wir uns vor. Bis zur Bibliothek. Ab erstmal ins Foyer. Oh, keine Ritter mehr. Doch ein Blitz irgendwo. Aber sie greifen zumindest nicht mehr an. So, die Bibliothek. Schön und gut. Wie kommen wir da hin? Ja, okay. Hier. Das ist nur die Tür zum Aquarium. Die Karte sagt nicht viel. Die sagt uns nicht sehr viel. Ich habe auch mal im letzten Part. Sind wir bestimmt falsch. Aber im Foyer. Die Karte. Ach so, ja, wir müssen ja erstmal hier. Ah, nee, ist klar. Das ist die Aufgabe mit dem Rädelstort. Die Zahnräder aktivieren. Und dann können wir weiter. So, es ist richtig. Ah, und dann wird das Aquarium runtergefahren und wir können nicht die obere Tür. Ah, macht Sinn. Das ist doch gut. Benutzt den Kubulator im Foyer. Folge den Klängen in die Bibliothek. Machen wir doch. Platz. Und durch die Tür. In einen neuen Raum, in die Diele. Geister! Geister! Zack! Euch sauge ich ein. Beide auf einmal am besten. Zack, rein mit euch. Nice. So, und weiter geht's. Ein Fahrstuhl. Und da sagt einer, sei nicht Resident Evil. Für kleine Kinder. Zack. Geister bekämpfen. Zack. Ich muss mir noch Energie aufheben für den Bossgeist. Na komm. Ah, zieh. Luigi, zieh. Zack, rein mit dir. Bossgeist. Und es ist wieder Licht. Es wird wieder Licht. Vielleicht dahin durch. Den Fahrstuhl nehme ich erstmal nicht. Oh, die Bücher, die haben wir schon mal gesehen durch ein Fenster. Das Piano spielt von selbst.
Ja, oh, da sagst du was, Luigi. Ja, die Bücher warst du nicht. Wow, der wirft mit Büchern nach uns. Ausweichen. Wir dürfen von den Büchern nicht getroffen werden. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. So, die Tür. Ist die verschlossen? Nein, wir können hindurch. In den Speisesaal. Vielleicht kommen wir irgendwie weiter runter in die Bibliothek. Maus einsaugen. Böse Maus. Okay. Zack, die auch. Tischdecke wegziehen. Zack. Hier gibt es ein bisschen Herzchen. Ganz viele Herzchen. Geld gibt's auch. Okay. Sah gerade so aus, jetzt könnte ich irgendwas aktivieren. So. Hier kann ich was machen. Da kommt eine Spinne. Ja. Saug. So. Hier kann ich nichts machen, außer das Licht ausmachen. Am Kronleuchter trotzdem ist das Licht noch an. Elektrischer Strom wahrscheinlich. So, weiter geht's. Durch die Tür hier hindurch. Balkon. Okay. Wo ist Mama Baker? Die Spinnenweben hier. Ja. Wie gesagt, sagt jemand, dass das nicht Resident Evil für Kinder ist. Das ändert sehr an Resident Evil. Oder erinnert Resident Evil an Luigi's Mansion? Nee, unwahrscheinlich. Ich würde sagen, andersrum. Okay, da kommen wir erstmal nicht durch. Der Balkon, der ist erstmal relativ unzugänglich. Den Wagen. Joa. Gehen wir wieder zurück zu den Büchern hier. In die Bibliothek, da sollten wir hin. Na komm, Bücher zu werfen. Ich fange sie auf, ich saug sie ein. Habe ich irgendwas übersehen? Die Bücher kann ich auch nicht wirklich einsaugen, oder? Nee, kann ich nicht. Vielleicht gibt es hier ein Game Over für euch zu sehen. Zack. Ja, die Bücher kann ich auch nicht irgendwie blitzdingsen. Wie komme ich da runter? Jetzt habe ich 0 Herzen. Game over. Gute Nacht. Mission neu starten oder zum Unterschlupf. Starte ich sie gleich mal neu. Werden wir wieder zurückgewechselt zum Anfang. Ist nicht mehr ganz so einfach wie am Anfang. Joa. Habe ich Naken und Herzen. Aber wie weiter? Was tun? Was machen? Ich weiß es nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? Hat jemand eine Idee? Okay, da kommt was aus der Decke. Ein Kristall. Würdest du mir helfen? Ja gut, da scheint es einige zu geben. Da meldet sich Professor Igitt. Was sehe ich da? Du sammelst Juwelen, mein Lieber. Das glaube ich mir. Jeder dieser Klunker ist ein Unikat und enorm wertvoll. Vergiss nicht, dass du neben den Juwelenjagd noch andere Aufgaben erfüllen musst. Kannst all deine kleinen oder später hier in Igitt-Speicher bewundern. Ja, aber vielleicht sagst du mir auch mal, was meine Hauptziele sind und was ich tun soll, um weiterzukommen.
Dunkler Jagd, schön und gut, aber was mache ich, wenn ich hier weiter will? Im Text. Die Vorhänge alle rausrupfen oder was? Ja, wie gesagt, das Projekt ist blind, deshalb, joa. Deshalb das hier. Okay, scheint es was zu geben. Geld an Decke. Ja, okay, da hat er irgend so ein grünes Lichtchen. Aber wie aktivieren? Ich kann ja nicht um die Ecke leuchten hier. Zack. Ja, okay. Bringt relativ wenig. Was tun? Oh, ein Bommel. Natürlich ist der immer die Lösung. Der Bommel zieht an ihm. Luigi. Ziehen. Ziehen. Saug. Das geht aber langsam. Das geht aber sehr schlecht. Na komm. Einsaugen, sagte ich. Ja, was denn? Na komm, zieh. Na. Eine Tür öffnet sich. Ja, ha. Da scheint es wohl runter zu gehen. Mal wieder. Der durch eine Bombe. So, jetzt sind wir hier weiter. Wieder die letzte Sache, die man irgendwie übersieht, die einen weiterbringt. Eine Bombe rechts in der Ecke. Das übersieht man noch sofort. Kühlschrank. Zack. Können wir ihn auftauen? Nein, können wir nicht. So heiß ist das Licht nicht. Licht und nicht. Ja. Reimt sich irgendwie. Staub weg. Oha, Geister, 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 Geister. Muss erstmal mit Licht schocken hier. Zack. Kommst du hier? Kommst du her? Saug dich ein. Okay, der ist wohl etwas schwerer. Kann sich schützen mit dem Licht, mit dem Schild. Wie kriege ich dem sein Schild los? Na komm. Und einsaugen. Da helfen dir deine Schilder gar nichts mehr. Zack. So, da ist er weg. Da ist noch ein Geist. Der ist eingesaugt. Der ist einsaugbar. Aber der mit dem Schild und dem Schwert hält uns auf. Zack. Falsche Richtung. Schlecht, schlecht, schlecht. Und einsaugen. Einsaugen, alle zwei. Bah. Alle beiden. So. Die zwei Bäden habe ich eingesaugt. Nein, hier ist nichts. Können wir jetzt weiter hier? Nö. Da oben auch nichts mehr. Weiter. Den nächsten Gang hier. Den nächsten Raum. Oh, da ist der Poltergeist. Spielt Klavier. Und hat ein Juwel im Kopf. Der Bossgegner. Der macht Geräusche. Okay. Die Lampe verwenden. Schauen, dass er uns nicht überrascht. Wird er wahrscheinlich trotzdem tun. In die Bücher bin ich machtlos. Ah. Die muss anleuchten. Na, machtlos bin ich also nicht. Na. Na, kommt er, der Geist. Na, dich hab ich. Ah. Ich muss den nochmal anleuchten. Na komm. Ah, dich krieg ich. Zack. Heim mit dir. Ah, zack. Kommst du. Das war wohl nix. Na komm. Geist, Geist, zeig dich. Na komm. Saug. Saug Luigi mit deiner Kraft. Rein mit ihm. Ja, nice. Was, das war noch nicht alles. Zack. Oh, es gibt mehrere von der Sorte. Mehrere von der Art. Zack. Rein mit dir. Ich sag, rein mit dir. Oh Mann, die Bücher hier. Gibt's jetzt zwei davon.
gab vorher scheinbar drei. Zack. Oha. Mist. Das muss anleuchten hier, wo die Bücher herkommen. Da sind auch die Geister. Los, komm. Ja. Komm her, Geist. Rein mit dir. So. 100 Leben wieder. Einen haben wir scheinbar hier noch. Ah, komm. Ich hab dich gesehen. Saug dich ein. Komm. Ah, ich krieg dich. Nicht. So ein Mist. Wie viele Geister sind denn hier eigentlich? Wie viele Poltergeister haben wir hier? Na komm. Ja, dich krieg ich. Zack. Da ist er. Haben wir jetzt alle. Nice. Mission erfüllt. Ruft der Professor wieder an. Anruf von Professor Igitt. Alles klar, Luigi. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht. Diese kugelköpfigen Klokodoxer sind ganz schön harte Knochen. Und ihre Bücherwurftechniken erinnern mich fast frappierend an meinen alten Doktorvater. Voxin wird dich und diese wunderbaren Geister wieder schnell wieder zurückbringen. Ich werde gewoxelt. Mission geschafft. Bravissimo. Mission abgeschlossen. Mündigte Zeit. Genug. Ja, nicht genug, aber passt. Gefangene Geister, 9. Verlorene Herzen, 100. Oha. Ich bin ja immer unmächtig geworden. Reichtümer, 188. Und zurück geht's. Zurück gewachselt. Luigi will nicht, aber er wird gewachselt. Welcher Vorgang? Juhu. Und zurück geht's. Das Wachsen muss schon irgendwie ein bisschen kitzeln im Körper. Stell ich mir vor. Er wurde selbst noch nie gewachselt. Kann das nicht wissen. Sagt er dann. Na dann. Da bist du ja, Luigi. Schön, dass du es endlich zu einem Stück geschafft, in einem Stück geschafft hast. Da rein, bitte. So, dann transformieren wir mal die Bossgeister hier. In den Tunnel. In den Schlauch. In das Gehege. Neues Juwel gefunden. Massenwunzen. 41 Wunzen. Ein bisschen Reichtum dazu bekommen. Ja, nicht sehr viel, aber es reicht, um ein bisschen Reichtum zu haben. Nächste Quest. Diese pompösen Poltergeist sind nicht gerade harmlos, doch andere Geister befehligen sich nicht. Ja, es kann nicht schaden, sie dennoch eingehend zu studieren. Einfach faszinierend, wie sich manche Geister zu hören auch entwickeln können. Das Prinzip dahinter ist mir im Moment nicht ganz unklar, aber ich arbeite daran. Das wird meinen großen Beitrag zum Korpus der paranormalen Wissenschaft. Und du, Luigi? Wenn unsere Mission vollbracht ist, wirst du der große Held sein und nicht etwa dein Bruder. Endlich spielt Luigi mal eine wichtige Rolle hier. Bücherspuk mit Silber abgeschlossen. Das nächste ist Trug der Täuschung. Darin gehen wir mal im nächsten Part. Können wir uns mal die Geistersammlung angucken. Wirrwarrturm, okay, da können wir nicht hin. Da gibt es den Gitschspeicher. Da wollen wir mal hin. Können wir uns das anschauen. Ja, da geht's runter. Ja, nice. Schauen wir in den Gitschspeicher. Geistergehege. Juwelensammlung. Freispielbare Extras. Das Geistergehege, das wollen wir. Nachtschattentalgeister. Wirrwarrturmgeister. Ja. Den Wirrwarrturm haben wir noch gar nicht. Haben wir uns gerade gespoilert. So, da gibt es einmal den Grünling. Die sind sehr verspielt und setzen alle möglichen Dinge als Waffen ein. Warte auf den rechten Moment, um sie zu entwaffnen und uns zu baden. Bin erkältet. Ja, den haben wir. Den roten Geist, den Hauer. Hauer heißt er. Nimm dich von dem Druckwellennacht, die ihr Händeklatschen verursacht. Trotz ihres groben Äußeren haben sie im normalen Zustand ihr Herz aus Gold. Ein Herz aus Gold.
Dann haben wir den Versteckler. Diese gewitzten Kerlchen spielen gern Verstecken. Nur wenn du zu lange nach ihnen suchst, werfen sie mit allerlei Gegenständen. Geh lieber schnell in Deckung. Und dann haben wir den hier, den Poltergeist. Diese Genossen sind schlau und ihre Gehirne sind so groß, dass sie telekinetische Kräfte haben. Ihr Humor hingegen scheint eher unterentwickelt. Mehr haben wir noch nicht. Das waren alle, die wir bisher freigeschaltet haben. Dann mal zurück. Speichervorgang. Juhu. Und auch rauf geht's. Hinauf. Haben wir uns das auch mal angeguckt. Werden wir am Ende wahrscheinlich nochmal angucken. Wenn wir uns öfters mal angucken. Wo soll es hingehen, Luigi? Ja, es soll zur Gruselvilla gehen. Das aber erst im nächsten Part. Bücherspuk haben wir gemacht. Trug der Täuschung. Trug und Täuschung steht dort. Das machen wir im nächsten Part. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Ja, kein weiteres Video, wenn ihr mit Zwergen verpassen wollt. Ihr wisst Bescheid. Ich verschlusse mich hier mal, wenn ich weiter rede in dieser Geschwindigkeit. Ja. Muss auch mal sein. Gehabt euch wohl und haut rein. Ciao, ciao, adios.